Also es gibt ja diese Steine mit den Edelsteinen dran, aber da konnte ich noch nichts abbauen bislang. Pauline, lass uns bitte noch mal. Ich pack noch kurz ein paar Sachen weg. Lass uns bitte noch mal losziehen. Was ist schwer? Schwarzpulver. So, lass uns noch mal losziehen. Hier waren noch irgendwo diese Edelstein-Dinger. Ich guck noch mal kurz. Wir brauchen ja denn offensichtlich irgendwie ein anderes Werkzeug, aber wir können kein anderes Werkzeug bauen. Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Glas. Edelsteine. Also Edelsteine haben wir ja nun wirklich erst einen einzigen gefunden. Und ich frage mich. Naja, mal gucken. Mal gucken. Wo sind diese Steindinger? Hier. Ist das so eine? Ja. Aber hier. Oh. Seit wann geht das denn jetzt? Hä? Was? So also. Das heißt, ich muss ihr noch eine andere Spitzhacke geben, der guten Pauline. Die braucht auch das gute Werkzeug. Okay, Ausdauer. Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Quarz. Was brauchten wir noch? Also wir müssen diese Glasdinger bauen. Warte. Wir brauchen die Glasdinger aus Edelstein. Wir brauchen Barren. Wir brauchen allgemein Erze. Also Erze habe ich noch gar nicht gesehen. Wo sind Erze? Wir müssen ihr erstmal eine komplett neue Ausrüstung geben, weil sonst steht sie immer nur durstig rum und wir klopfen hier alleine. Da sind unsere Lieblingswölfe. Ich bin gespannt, wie uns Pauline jetzt helfen wird. Süß, die Wölfe. Maschine. Ja, jetzt müssen wir. Wir müssen Pauline die neuen Werkzeuge geben. Genau, Pauline braucht das gleiche wie ich. Das stimmt. Einmal die komplette Ausrüstung. Inklusive Hammer.
So. Aber wo könnten Metalle sein? Oh, Fleisch. Hier waren wir auch schon, aber auch hier gab es keine Metalle oder sowas. Pauline macht mir Angst. Schade, dass du die nicht zähmen kannst. Wen, Pauline? Aber die haben wir doch schon quasi, also quasi gezähmt. Sag mal, wo haben wir denn Metall in dieser Welt? Wir brauchen ja die Erze. Oder habe ich irgendwas übersehen? Die Wölfe. Oh ja, die Wölfe wären so, so schön. So ein Pack Wölfe. Und auf denen dann noch reiten, so wie bei Ark. Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Wir hatten ja diese Zinnbarren, ne? Ob wir mit den Dingern vielleicht was anfangen können, weil die haben wir ja zwischendurch immer gefunden. Und dann haben wir mit den Zinnbarren, ich glaube, die könnten funktionieren. Tatsächlich. So, komm, wir laufen nochmal rüber. Ich hole nochmal ein bisschen Stuff. Oh mein Gott. Armstrike, Hallöchen. Und vielen, vielen lieben Dank für 5 geschenkte Subs. Oh mein Gott. Vielen, vielen lieben Dank. Danke, 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 danke. Fühl dich gedrückt. Okay, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich glaube, wir gehen mal kurz heim. Könnte ja sein, dass wir möglicherweise mit diesen gefundenen Barren irgendwas anfangen können. Ich probiere das mal aus. So, wir hatten ja hier so ein paar. Erstmal mache ich hier so ein bisschen Glas rein. Anzünden. Glas automatisch füllen. 32? Nee, so viel brauche ich nicht. Moment. Ich mach mal 10. So. Und dann hatten wir doch hier noch so eine 5 Barren. Ich gucke mal, ob das hilft. Wenn wir jetzt das hier bauen, haben wir Barren. Wir machen jetzt Glas. Dann müssen wir noch Bauholz machen. Und dann können wir das Ding hinstellen. Dann haben wir, glaube ich, das soll für heute erledigt. Bauholz. Automatisch füllen. Herstellen. Ah, wie geil das aussieht. Ja, Pauline, war sehr schön, dich heute kennengelernt zu haben. Es war mir eine Ehre. So, da haben wir es. Einmal das. Kann ich das mitnehmen? Ja. Sammeln. Aber das Teil stellen wir rein. Und das Teil, mal gucken, wie groß das ist. Stellen wir. Was klein. Kleines Ding. Verzauberungsfokus. Ich finde, das sollte hier stehen. Da ist er. Weltenwandler benutzen Verzauberungstische, um ihre Ausrüstung magical zu verbessern, magikal zu verbessern, indem sie Verzauberungen, Infusionen und Talismane herstellen. Talismane. Ausrüstung kann mit Verzauberungen, Infusionen und Talisman erweitert werden. Das ist, glaube ich, also können wir hier wahrscheinlich diese Dinger verwenden, die wir gesammelt haben, um einzigartige Fähigkeiten zu erlangen. Die einfachste Art der Verzauberung sind Infusionen. Genau, die Dinger. Infusionen können aus den entsprechenden Essenzen hergestellt werden, um Zielattribute eines Ausrüstungsgegenstands zu erhöhen. Ja, Talismane sind Gegenstände, mit denen Kleidung oder Nebenhandgegenstände ausgestattet werden können,
um ihre Weltenwanderungsfähigkeiten zu verbessern. Verzauberungen sind die mächtigste der drei Varianten. Verzauberungen gewähren Weltenwandlern die Fähigkeit, Magic mit, ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll, Magic oder Magic, mit bestimmten Methoden zu manipulieren. Verzauberungen, Infusionen und Talismane können über das Kontextmenü in ihrem Inventar an Ausrüstungen angebracht werden. Das habe ich versucht, das hat nicht funktioniert. Ich gehe davon aus, dass die Rüstung, die wir haben, nicht gut genug ist. Auf dem Verzauberungstisch können außerdem Weltenkarten hergestellt werden, die dazu benötigt werden, um Welten bei der Benutzung von Portalen aneinander auszurichten. Aneinander auszurichten? Wo ist eigentlich dieses Portal? Hier. Waren wir schon dort? Haben wir das schon mal gesehen? Da ist das Portal. Da können wir dann in die nächste Welt reisen. Okay. So, und hier können wir jetzt Essenz der Unversehrtheit. Infusionen herstellen. Ich mache mal nur das, was wir bis jetzt können. Antiquarische Karte. Da brauchen wir Papier, das haben wir schon gesehen. Tinte haben wir gesehen. Essenzstaub. Da können wir die antiquarische Karte bauen. Und was brauchen wir dann noch? Ich habe nur jetzt nicht richtig verstanden, was Puck gesagt hat. Was genau brauchen wir, um in die nächste Welt zu kommen? Ich habe keinen Plan. Bist du nicht schon mal dran vorbeigelaufen? Ich glaube schon. Wir sind ja quasi dran vorbeigelaufen, aber ich kann mich nicht erinnern, wie das aussah. Antiquarische Karte. Spielen Sie diese Karte, um eine Welt mit mittelmäßiger Gefahrenlage zu suchen, die von Druiden besiedelt wird und über Feeruinen verfügt. Es wird vermutet, dass die Fee vor langer... Wo ist der Rest vom Text? Hallo? Antiquarische und Wald. Hatte er gesagt? Okay. Wir könnten aber auch eine andere Kombination machen. Und was ist Schwebekarte? Und was ist das hier? Karte der Säuberung. Diese Karte ist glitschig wie Seife und giert förmlich danach, gespielt zu werden. Schade, dass ich das nicht komplett lesen kann. Das ist sehr, sehr schade. Ja, gut. Also bauen wir... Ich soll eine... Ach, da steht ja da oben. Eine Forest Card und eine antiquarische Karte. Wir machen Tinte, Papier. Essenzstaub haben wir noch. Und für Waldkarte brauchen wir auch Tinte. Und wir brauchen jetzt zweimal Tinte und zweimal Papier. Schaffen wir das noch? Kriegen wir das noch hin? Das ist Papier, ne? Hä? Was? Ich mache jetzt einfach veredeltes Pigment. Mal gucken, ob das reicht. Dann brauchen wir noch Tinte. Ich mache einfach jetzt 2x2. Also mal gucken, ob das jetzt so ist, ob das jetzt funktioniert. Dann haben wir schon die Karten. Mal gucken. Wo kriege ich Papier her? Ich habe das falsche Papier, Leute. Kann aus Holz erzeugt werden, das beim Fällen von Bäumen gewonnen wird. Sie haben keine Zutaten, die den Anforderungen entsprechen. Hast du noch Holz? Hallo? Pauline, lauf doch nicht immer weg. Bitte. Ich brauche dich doch. Aber ich habe noch Holz. Wo baue ich das denn? Hier? Ah. Ach, guck.
Ich habe Bauholz hier drin und nur ein Bündel. Okay, ich hole mal nochmal fix hier so einen Baum. Ein bisschen weiter hinten. Kein Problem, wir kriegen das hin. Was habe ich denn da jetzt für ein Papier gebaut? So ein übertrieben gutes. Krass. Timber! So. Hier. Papier. Höhlen. So. Eins. Zwei, drei. Oh Gott. Da kommen 12 Papier raus. Oh Gott. Aus einem Ding kommen 12 Papier raus. Na, Halleluja. Okay, jetzt machen wir die antiquarische Karte. Und wir machen die Waldkarte. Wenn er fertig ist. Waldkarte. Antiquarische Karte. Warum? Achso, Card and Traverse. Wir müssen das jetzt machen, oder? Ich glaube, wir müssen jetzt zum Portal und das einmal ausprobieren, noch bevor hier der Stream vorbei ist. Ich glaube, das sollten wir tun, Leute. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Wir werden das jetzt machen. Ich esse noch mal kurz was. Und dann machen wir das. Und dann gucken wir mal, wo wir landen. Wir haben das dann ganz alleine geschafft. Ohne Puck. Pauline nimmt den Hammer. Ich hoffe, das funktioniert. Ich gehe mal ein bisschen auf Fernkampf. Wir haben ja hier noch das Ding. Wir haben zwar nicht mehr viele von diesen Kugeln. Wir haben gar keine Kugeln, oder? Habe ich die überhaupt noch drinne? Ja, okay. So, dann gucken wir mal. Wo ist das Teil? Hier hinten. Keine Ahnung, was ich hier gerade tue, aber ich kann es sehen. Deswegen haben wir bestimmt die ganze Zeit Erze gefunden und irgendwelche Barren, weil hier nämlich keine Erze sind. So, so. Oh Gott. Dum, 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 dum. Let's go. Ich habe noch 3 Fleisch. Ich vermute auch mal, vielleicht können wir ja dann immer, aber ich weiß nicht, ob das geht. Also ich würde mir wünschen, dass wir, wenn wir in eine neue Welt kommen und da halt unsere nächsten Abenteuer bestreiten, dass wir dann von Welt zu Welt porten können. Das wäre halt schon gut. Ich hoffe, das ist so. Mal gucken. Mal sehen. Da ist das Portal. Ja, ja, da waren wir schon. Wir können uns aber jetzt darauf vorbereiten, dass wir angegriffen werden, ne? Komm, Pauline. Glaube, ich nehme doch lieber die Axt oder das Messer. Bin ich ganz sicher. Ne, wir nehmen das hier. Wir nehmen die Axt. Pauline, du musst mich verteidigen. So, wir öffnen die Maschine. Wir packen rein die Weltenkarte. Wir packen rein die Biomkarte und ich öffne das Portal.
Kommen wir schon rein? So, da kommen sie. Au. War's das? Pauline? Jetzt! Oh mein Gott! Okay, mit Pauline reden? Warum stand er jetzt gerade... Achso, steht immer da, ne? Okay, Leute, rein da. Aber Pauline muss den Hammer behalten, oder? Wenn wir auf Reisen sind. Wir bauen uns selber noch ein. Ich hoffe, wir kommen wir überhaupt wieder zurück. Ich glaube, wir können von der Welt wieder zu uns zurückreisen. Hoffe ich doch, um Gottes Willen. Ich hätte einfach noch eine Ausrüstung machen sollen, oder? Shit. Ich hoffe, das Portal bleibt bestehen. Oh, oh. Ob das jetzt so eine gute Idee ist. Ansonsten müssen wir wahrscheinlich uns zu unserem Steindings zurückporten, alles fertig machen und nochmal durchs Portal gehen. Das Portal ist offen. Hier ist ein Questmaster. Ja, geil. Es bleibt offen. Pauline ist auch da. Hier ist ein Questmaster. Das hat funktioniert, Leute. Das hat funktioniert. Oh mein Gott. Leute, ich glaube, wir haben heute sehr viel Fortschritt erfahren. Und ich mag das Spiel immer noch. Wir haben Bosse besiegt. Wir haben Sachen herausgefunden. Richtig, 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 richtig geil. Wäre ja blöd, wenn man nicht mehr zur Base kommt. Ich hätte jetzt gedacht, dass man sich vielleicht nur porten kann oder so. Und dann muss man halt das Portal wieder neu öffnen. Aber das ist natürlich ein Traum. Wir haben wieder normale Farben. Wir haben ein Herbstbiom oder so. Lass mal kurz gucken. Oh, voll schön. Es sieht aus wie das Ding am Anfang, ne? So ein bisschen. Sehr, sehr hübsch. Karte. Portal. P-Turm. Wolf irgendwas. Das scheint ein Boss zu sein oder so, der hier rumläuft. Essenzhändler. Aurelio. Das ist der Typ, den wir rekrutieren können, ne? Von dem sie gesprochen hatte. Das ist der Typ. Das ist Aurelio Ortega. Den können wir rekrutieren.